Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914 hier in unserem kleinen Grönland. Als erstes drehen wir mal unser Glücksrädchen. Blaupause ist ja nicht neu. Eine weitere dazu. So, wir haben ja jetzt schön Krieg geführt gegen die nördliche USA. Haben jetzt bis auf drei Provinzen auch alle erobert. Wie ihr seht, stehen wir ja kurz vor der nächsten zur Eroberung und in Vermont sind wir auch dabei. Bleibt dann nur noch Potsdam, wo selber keine großartigen Truppenansammlungen mehr drin sind. Allerdings noch eine Stufe 2 Festung, die wir dann doch zumindest erstmal so weit runterschießen, dass wir da nicht unnötig verlieren. Wir sind ja dann noch im Krieg gegen Großbritannien, haben hier über Nacht noch eine ganze Menge weggeschossen und werden jetzt hier unten Bordeaux erobern gehen. Und danach noch Limoges, wenn es soweit noch vorhanden sein sollte und sich kein anderer einmischt. Dann ist ja immer noch der Krieg zwischen Norwegen, Nordrussland und Arabien. Naja, wie gesagt, ich habe auch noch keine Antwort bekommen, wieso, weshalb, warum. Ja, denn, wie gesagt, laut Zeitung hat er ja den Krieg angefangen. Von Marokko haben wir dann was Neues zu sehen. Und zwar hier unten, Marokko kämpft gegen Griechenland. Da er sich über nordrussischen Boden bewegt, hat er also entsprechend irgendwie Wegerechte oder eventuell sogar ein Bündnis mit Nordrussland. Müssen wir natürlich aufpassen, dass wir da nicht selber dann noch extremst dolle hops gehen. Ja, weil, ja, irgendwie, irgendwo müssen wir noch einfallen und irgendwas müssen wir noch tun. Wir haben jetzt hier schon einige Soldaten unterwegs, ja, die hier so ein bisschen ausspionieren, die so ein bisschen gucken, was so abgeht, ein bisschen was passiert. Und werden uns jetzt auch noch mal 2 oder 3 Spione leisten, die Aufklärungsarbeiten leisten, damit wir eventuell ein bisschen was entdecken können. Holen uns mal 3 Stück. Aufklärung. Wo noch? Wo könnte es noch interessant sein? Müssen wir mal gucken. Marrakesch, hier ist auf jeden Fall eine etwas größere Fabrik. Hier hat er auf jeden Fall ein Eisenbahngeschütz gebaut. Und dann werden wir mal noch hier hinten in Saba einen reinsetzen zur Aufklärung. Und mal hoffen, dass dort was rumkommt. Und wir da ein bisschen was erfahren, was uns interessiert. Vor allem Truppenstärken, Verteilung der Truppen und so weiter und so fort, dass wir eventuell ja nicht unbedingt in die südliche USA einmarschieren, sondern eventuell in Marokko. Vielleicht können wir da dann ein bisschen was machen, gerade wenn er hier hinten noch ein bisschen mit Griechenland am Spielen ist. Aufgrund dessen, dass wir ja Schiffe unterwegs haben. Die einzige Schwierigkeit ist natürlich hier unten in den Golf reinzukommen. Dadurch, dass wir wissen, dass er ein Eisenbahngeschütz hat, kann er hier hinten zumindest seine Küstenregion verteidigen und dieses Schiff dann entsprechend beschießen. Aber das werden wir sehen, wenn wir hier unten einen Brückenkopf reinkriegen sollten. Hier in diesen 3 Gebieten irgendwo ist das natürlich auch eine schöne Sache und würde uns natürlich reichen. Dazu brauchen wir erstmal noch Truppen. Müssen wir halt mal gucken, dass wir da vernünftig und gut regenerieren können. Wir haben hier noch wieder Artillerie fertiggestellt. Können hier entsprechend die Truppen, die wir hier schon wieder neu bekommen haben, weiter mit runterziehen. Ja, setzen wir sie erstmal dahin und verteilen sie dann immer noch weiter. Dann haben wir hier auch noch ein paar über. Die können wir dann auch noch mit rüberziehen. So, genau da rein, bitteschön, ja. Dann werfen wir mal einen kleinen Blick auf die Rohstoffbörse, ob wir halbwegs günstig was kaufen können. Na, halbwegs günstig nicht, aber wir brauchen das Zeug. Wer auch immer es verkauft, 93.000, wir brauchen es aber. Die 8.1 sind mir dann aber doch zu teuer. Die sind dann doch ein bisschen sehr heftig. Und zwar werden wir dann nämlich auf jeden Fall noch gucken, dass wir Häfen gebaut kriegen. Zack, der eine. So, natürlich da, wo es überall
gut ist, nach Möglichkeiten noch in Doppelprovinzen. Da haben wir aber überall gebaut, da sind wir überall dran. In Detroit baut auch noch. Werfen wir nochmal einen Blick hier rein, vielleicht kommen wir darüber besser klar. Cleveland müssen wir noch reparieren. Zwar die Eisenbahn. Zack, zu. Hier ist auch. Okay. Okay, der Rest, der läuft. Dann könnten wir natürlich noch. Trimens, das ist da in der Mitte. Da geht es natürlich nicht. Da haben wir schon einen Hafen. Reykjavik haben wir es auch schon. Da haben wir schon. Boston ist noch die Fabrik am Basteln, genau. Bauen wir jetzt doch da oben noch einen Hafen rein. Oben da wenigstens, ach, der baut noch die Eisenbahn. Dann bauen wir es doch in ein Nahrungsgebiet rein, oder was? Na, hier passt es noch wunderbar. Bauen wir hier auch noch einen Hafen rein. So, sehr gut. So, wir haben 12.000 Eisen. Dann möchte ich gerne noch ein bisschen Artillerie wieder nachbauen. Da werden wir wohl noch ein bisschen was brauchen. Das wird so auf die Masse nicht reichen, was wir bisher haben. Soll ja dann auch möglichst schnell gehen alles. Bauen wir noch eine Arti rein. Zack. Und oben. Das ist nachher schon wieder ziemlich weit weg. Wir müssen ja nach unten kommen. Aber, na doch, da haben wir noch eine. Eine Fabrik. So. Dann werden wir uns mal noch eine Fabrik suchen, die wir auf Stufe 3 pushen. Da ich ganz gerne ja auch noch schwere Panzer und ähnliches bauen würde. Und die beiden Küstendinger dann doch lieber für Schiffe aufheben möchte. Baue Level 2. Zack. So, da sind unsere Rohstoffe auch schon wieder fast alle. Müssen wir wieder Rohstoffe sparen und warten, dass da noch was rumkommt. Wir stehen aber im Fisch und im Getreide sehr, sehr gut da. Da können wir noch ein bisschen runter reduzieren. So, und dann werden wir nämlich auf jeden Fall noch mal ein bisschen Kaserne bauen. Irgendwo, wo es nicht so weit weg ist. Wo bist denn du? Wo bist denn du, kleine Provinz? Ei, Miez, 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 Miez. Ach, da oben. Nee, da oben ist mir zu weit weg. Ich möchte es gerne hier unten rein haben. New York baut. Philadelphia. Philadelphia. Dann kriegt Philadelphia auf jeden Fall noch eine Kaserne. Cleveland, du bist hier am Reparieren, ne? Hier ist nichts los. Bauen wir hier auch noch eine. Und dann werden wir uns noch zusätzlich eine dritte gönnen. Detroit baut noch, Toronto baut auch. Hier ist schon eine. Moose Factory steht auch schon eine. Lincoln. Lincoln hat noch Platz. Dann kriegt Lincoln auch eine. Ich baue sie immer ganz gerne einzeln, also nicht unbedingt auf Stufe 2, falls man sie dann doch mal runter reduzieren muss. Dann braucht man immer nur eine Stufe 1 deaktivieren. Das reicht dann meistens schon, anstatt eine Stufe 2. Hier kommt auch noch mal ein bisschen was rum. Könnten wir eigentlich noch eine bauen? Eine Kaserne. Bauen wir in Quebec noch eine ein.
So, dann haben wir da auch wieder eine ganze Menge am Laufen. Und dann heißt es jetzt erstmal abwarten. Ich hoffe mal, dass hier über Nacht, also die sind hier noch ein paar Stündchen unterwegs, es dauert noch 6 Stunden. Das heißt, das dürfte morgen früh fallen oder bis morgen früh gefallen sein. Und in der Hoffnung, dass diese 16 und danach ja auch die 30 irgendwann morgen im Laufe des Tages eventuell mal kaputt sind, werden wir dann nach hier unten natürlich auch noch erobern und hier drüben dann eventuell auch noch Kasernen mit weiter reinsetzen, sofern wir noch Platz haben. Ja, hier oben in London würde noch gehen. Nicht, dass wir da auch noch ein bisschen Truppenregeneration reinkriegen und dann ja mal abwarten, was passiert. Ne? Ja, da werfen wir nochmal einen Blick in die Zeitung. Hier ist der Krieg Nordrussland gegen Norwegen. Haben beide ziemlich dolle verloren. Dann Grönland, Großbritannien 27 zu 115. Arabien, Griechenland 56-55. Nördliche USA, Grönland 28 zu 157. Sieht also für uns recht gut aus. Was haben wir noch? Hier unten haben wir Marokko, Griechenland 10 zu 13. Also Griechenland, auch wenn es im Sterben liegt, wehrt sich noch ganz schön gewaltig. Dasselbe ist mit Spanien, Norwegen. Großbritannien, Spanien ist es auch sehr ähnlich. Also da gab es auch ganz schön auf die Mütze. Hier ist nochmal der Rest von Norwegen und Nordrussland. Oh ja. Bisschen was los. So, der zieht sich jetzt hier hinten rüber zum Schweden. Scheint sich da jetzt ein bisschen was retten zu wollen. Ich habe aber das dumpfe Gefühl, dass ihn das nicht retten wird. Irgendeiner wird da nachsetzen, zumal mit Schweden nicht wirklich viele Spieler hier auf dem Platz ein Bündnis haben. Und sollte hier aus Richtung Arabien, Marokko was kommen, ist es auch fraglich, ob wir den britischen Bereich hier hinten wirklich effektiv halten können oder ob der eventuell ja, drauf geht. Ob wir den verlieren, das wissen wir ja noch nicht, das müssen wir abwarten. Und bis dahin sage ich Tschüss und bye bye.